Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von The Elder Scrolls Online. Ja, wie ihr seht, habe ich mich ein wenig umgezogen, passend zu unserer neuen Umgebung. Die Quests mit Funke sind nun vorbei und entsprechend bin ich jetzt wieder in meinem üblichen Char drin. Und hier am Wegschrein, wo ist er? Hier links. Hier am Wegschrein der westlichen Bucht in Gonfalon, da beginnt die Quest. Hier drüben, Hübsche. Also, wenn das mal kein willkommener Anblick ist. Erinnert ihr euch noch an die kleinen Scherereien, die wir mit den gestohlenen Medaillons hatten? Sieht aus, als hätten wir jetzt ein neues Ärgernis. Wir könnten wieder eure Hilfe brauchen. Fürstin Arabelle wird sich auch freuen, euch zu sehen. Da bin ich mir sicher. Fürstin Arabelle ist hier? Was geht hier vor sich? Es stellt sich heraus, dass die Friedensverhandlungen, für die wir diese Einladungsmedaillons überbrachten, hier auf Hochinsel stattfinden sollen. Leider gibt es ein neues Problem. Fürstin Arabelle kann euch mehr darüber erzählen. Vorausgesetzt, ihr seid interessiert, uns erneut zu helfen. Was habe ich davon? Dasselbe wie beim letzten Mal. Gold und meine unendliche Dankbarkeit. Und es würde dabei helfen, meine Schuld gegenüber Fürstin Arabelle abzutragen. Also, was meint ihr, meine Freundin? Bereit, eurem besten Partner und Lieblingsverbündeten zu helfen? Um der alten Zeiten willen? In Ordnung, ich spreche mit Fürstin Arabelle. So, wenn ich denn erstmal geschaut habe, wo sie ist. Bin ich jetzt richtig? Ja. Ja! Meine Hafenarbeiter suchen eure Frachtfürstin Arabelle. Sie wissen, dass sie kostbar ist. Vielleicht hat der Sturm die Ankunft der Schiffe verzögert. Ich muss mich dem Auftrag widmen, für den ihr mich angeworben habt, Fürst Baccaro. Ah, ein vertrautes Gesicht. Ich brauche eure Hilfe. Ja, habe ich schon gehört. Es tut so gut, euch wiederzusehen, meine Teure. Erinnert ihr euch an die missliche Lage, um die wir uns vor kurzem kümmerten? Nun, jetzt habe ich ein verwandtes, aber noch größeres Problem. Daher will ich euch etwas vorschlagen. Es wird außerordentlich gut bezahlt. Das versichere ich euch. Wollt ihr mehr erfahren? Was war das bezüglich eines Vorschlags? Nichts Anrüchiges, meine Teure. Wir haben schon bald zu viel zu tun, als dass Zeit für romantischen Schabernack bliebe, nehme ich an. Kostbare Fracht sollte mit der morgendlichen Flut heransegeln. Doch sie traf nie ein. Ich brauche eine Person, die auf der Insel unbekannt ist und mir als meine Augen und Ohren dient. Das erinnert mich an Königin Iron. Eure Augen und Ohren? Zwar schreiben die Geschichten meiner Abenteuer mir allerlei Talente zu, doch auch ich kann nicht an mehr als einem Ort gleichzeitig sein. Ich brauche ein neues Gesicht, das sich unter die Einheimischen mischt. Um herauszufinden, ob jemand etwas über die drei vermissten Schiffe weiß. Und über ihre Ladung. In Ordnung, ich bin gewillt zu helfen. Fürst Baccaros Konferenz kann ohne diese Fracht nicht vonstatten gehen. Ihr müsst Folgendes für mich tun. Überprüft das Gasthaus, den Leuchtturm und die Untiefen von Loch Abhain. Seht nach, ob jemand etwas weiß oder gesehen hat. Danach treffen wir uns vor dem Nordtor, um uns abzustimmen. Erzählt mir mehr über die Orte, die ich für euch untersuchen soll. Sicher. Da ihr neu auf Hochinsel seid, seid ihr vielleicht nicht so vertraut mit der Gegend, wie ich es bin. Was wollt ihr wissen? Erzählt mir von dem Leuchtturm. Der Leuchtturm der Gonfalon-Orde, gesegnet von Kynaret selbst, steht auf dem Hügel westlich der Stadt. Er bietet eine hervorragende Aussicht auf die umliegenden Gewässer. Vielleicht hat die Lichtwahrerin etwas gesehen, was helfen kann. Wie der Sturm von Fürst Baccaro erwähnte? Möglich. Wenn Schiffe nicht anlegen, ist es nur natürlich, sich zu fragen, ob sie von einem Sturm beschädigt oder vom Kurs abgebracht wurden. Die Lichtwahrerin hat einen perfekten Blick auf die Zufahrt zur Gonfalon-Bucht. Wenn meine Schiffe da draußen sind, hat sie sie vielleicht gesehen.
Erzählt mir von den Untiefen von Loch Apain. Die Strömungen von Loch Apain sind stark. Treibgut aus dem offenen Meer wird hier entlang der Wasserstraße angespült. Einige der ärmeren Bewohner von Hochinsel durchkämmen den Küstenstreifen und suchen nach Strandgut. Hoffen wir, dass sie heute nichts gefunden haben. Erzählt mir von dem Gasthaus. Das Gasthaus zum uralten Anker liegt gerade die Straße hoch beim Stadttor. Es ist einer der beliebtesten Orte auf der Insel. Meiner Erfahrung nach sind Gasthäuser ein hervorragender Ort, um Gerüchte zu erfahren. Wo soll ich anfangen? Wo auch immer ihr es am sinnvollsten findet, meine Teure. Doch macht euch bald daran. Meine Intuition sagt mir, dass irgendeine Art Unbill in Gang ist. Und meine Intuition irrt sich nur selten. Ihr hattet eine Konferenz erwähnt. Erzählt mir davon. Der Edelmann neben mir ist Fürst Baccaro Volorus. Er führt die Liga der Standhaften. Sie sind eine wohltätige Gemeinschaft, die Leuten hilft, die unter dem Krieg der drei Banner gelitten haben. Die Liga finanziert eine Konferenz hier auf der Insel. Oh, ihr meint die Friedensverhandlungen? Nun ja. Doch wir versuchen, die Einzelheiten noch vertraulich zu halten. Nur eine Handvoll Leute kennen den wahren Zweck der Konferenz. Ihr wurdet schon bei unserer letzten Begegnung mit dem Orden der Emporstrebenden in das Geheimnis eingeweiht. Aber behaltet es bitte für euch. Ja, der Krieg der drei Banner, wir erinnern uns. Was geschieht, falls eure vermissten Schiffe nicht wieder auftauchen? Das ist eine Möglichkeit, über die ich nicht nachdenken will. Nicht, solange noch eine Chance besteht, sie zu finden. Vergebt mir, wenn ich so vage bin, doch es ist eine zu heikle Angelegenheit, als dass man sie öffentlich besprechen könnte. Wir haben schon mit Ungemach zu kämpfen und die Konferenz hat noch nicht einmal begonnen. Ja, und dann die übliche blöde Frage. Ihr hattet zuvor Geschichten eurer Taten erwähnt. Wer seid ihr noch gleich? Ich? Niemand Besonderes, meine Teure. Ich bin eine Abenteurerin. Eine Offizierin der Löwengarde, eine Spionin, eine Diplomatin. Man behauptet, die Ermittlerin Vala-Geschichten drehen sich um mich. Oder, dass ich sie geschrieben hätte. Lächerlich. Ich bin jetzt im Ruhestand. Doch manchmal helfe ich noch aus. Habt ihr die Ermittlerin Vala-Bücher verfasst? Ach, Schnickschnack. Sehen die hier etwa wie die tintenverschmierten Finger eines Schreiberlings von allzu farbenfrohen und übertriebenen Geschichten aus? Doch ich mag die zotige Ermittlerin und ihre Abenteuer. Sie erinnern mich an meine jüngeren Tage. Ja, und das ist, wenn ich mich richtig erinnere, 1:1 kopiert von dem, was sie vorher schon mal gesagt hatte, also wo wir sie, ja, ihr das erste Mal begegnet sind. Welche Aufgabe habt ihr hier? Ich überwache die Sicherheit der Konferenz. Vor ein paar Monaten trat Fürst Baccaro an mich heran. Er erläuterte seine großen Pläne und lockte mich so aus dem Ruhestand, könnte man sagen. Warum wählte Fürst Baccaro euch für diese Aufgabe aus? Wegen meiner bezaubernden Persönlichkeit. Als Agentin von Großkönig Emmerich bin ich viel gereist und habe zahlreiche Würdenträger getroffen, darunter auch Fürst Baccaro. Er bat mich sicherzustellen, dass bei seiner Konferenz alles glatt läuft. Bisher läuft es alles andere als glatt. Ja. Ich bin Hafenmeister, kein verdammter Magier. Was hat die Fürstin denn erwartet, was ich tue, wenn ihre Schiffe gar nicht erst den Anleger erreichen? Ihr scheint euch wegen dieser vermissten Schiffe keine Sorgen zu machen. Sollte ich? Fürstin Arabelle vermutet ein übles Spiel, doch nicht an meinem Anleger. Auf keinen Fall. Gonfalon ist sicher, jeder weiß das. Der Ärger kommt vom Festland, nicht von hier. Natürlich können die Wasser im Nordosten tückisch sein. Tückisch? Inwiefern? Je näher man Aminos kommt, desto unberechenbarer werden die Strömungen. Und Stürme prasseln auf die Küste ein. Von den Meereselfenpiraten einmal ganz zu schweigen. Ein guter Kapitän weiß diese Dinge. Nichts davon hätte eines der Schiffe von Fürstin Arabelle davon abgehalten, den Hafen zu erreichen. Fürst Baccaro erwähnte einen mächtigen Sturm. Wie ich schon sagte, Stürme sind in der Nähe von Aminos nichts Ungewöhnliches. Ich bezweifle, dass die Schiffe, auf die wir warten, so weit nach Norden gesegelt sind.
Nur für den Fall der Fälle habe ich Leute entsandt, die nach Wrackteilen in den Untiefen Ausschau halten sollen. Doch ich erwarte nicht, dort welche zu finden. Na gut, aber immerhin hat er schon mal welche rausgeschickt. Ah, eine Besucherin? Oder noch eine der Mitarbeiterinnen von Fürstin Arabelle? Auf jeden Fall willkommen auf unserer Insel. Baccaro Volorus, Gründer der Liga der Standhaften, zu euren Diensten. Ich hoffe, euer Besuch auf Hochinsel wird geruhsam und gewinnträchtig. Ihr hattet einen Sturm vor der Küste erwähnt? Ja, plötzliche Sturmböen von ungewöhnlicher Stärke. Sie flauten ebenso schnell wieder ab, wie sie aufgekommen waren. Ich bemerkte sie im Nordosten. Dunkle Wolken füllten diesen Teil des Horizonts. Vielleicht wurden unsere Schiffe durch wechselhafte Winde aufgehalten oder sie beschlossen, den Sturm abzuwarten. Das erinnert mich an gestern. Hier ist auch plötzlich ein Riesensturm gewesen. Ich habe gedacht, mir fliegt jetzt das Dach weg. Und vielleicht 10 Minuten später fast gar nichts mehr. Also danach fing es dann wieder an, dass es wieder am Sturm war, aber bei Weitem nicht mehr so schlimm. Was ist denn so besonders an genau diesen Schiffen? Ich fürchte, das sind vertrauliche Informationen. Belassen wir es dabei, dass die Fracht, die auf diesen Schiffen kam, entscheidend für die Konferenz ist, die die Liga der Standhaften ausrichtet. Mhm. Und ihr teilt Fürstin Arabelles Sorgen nicht? Natürlich tue ich das. Doch ich habe schon vor langem gelernt, dass man bei solchen Dingen Geduld braucht. Nicht jeder Rückschlag ist eine Verschwörung und nicht jede Verzögerung das Werk dädrischer Kulte. Aber falls ihr etwas von dringender Bedeutung erfahrt, lasst es uns bitte wissen. Ich wollte gerade sagen, man sollte trotzdem immer Augen und Ohren offen halten. Erzählt mir mehr über die Liga der Standhaften. Ich bin ein Philanthrop. Ich gründete die Liga der Standhaften, um jenen Linderung zu verschaffen, die unter dem Krieg der drei Banner litten. Wir bauen Heilerzelte für Verwundete auf, verteilen Nahrung und Wasser und bieten jegliche Hilfe an, zu der wir imstande sind. Also, warum eine solche Konferenz ausrichten? Ah, wie Fürstin Arabelle schon sagte, wir können noch nicht darüber sprechen. Erst wenn die Fracht der vermissten Schiffe gesichert wurde. Danach beantworte ich alle Fragen, die ihr habt. Ich werde den Zweck der Konferenz sogar auf dem großen Platz der Stadt verkünden. Erzählt mir mehr über Hochinsel. Hochinsel ist die Hauptinsel des Systrin-Archipels. Technisch gesehen sind wir bretonisches Gebiet, aber wir versuchen uns wie ein neutraler Hafen zu verhalten. Leute aus ganz Tamriel kommen, um die natürliche Schönheit der Insel zu erleben. Naja, Adlige größtenteils. Ein Urlaubsort für Adlige also? Teilweise, aber wir blicken auch auf eine reichhaltige Geschichte zurück und uns plagen dieselben Gefahren wie auf dem Festland. Banditen, Piraten, wilde Bestien. Unsere Schwesterinsel Amenos meidet ihr vielleicht lieber. Das ist ein unwirtlicher Urwald, der lange schon als Gefängnis dient. Ein Gefängnis für wen? Zunächst größtenteils politische Gefangene des Kaiserreichs. Später rivalisierende Adlige, Piraten, Mörder. Ach, die schlimmsten der Schlimm. Heutzutage finden sich dort auch Kriegsverbrecher und bestimmte Kriegsgefangene. Der Amenos-Posten ist relativ freundlich gesinnt, doch der Urwald ist tödlich. Ja, das ist es leider sehr oft überall, wo man hinläuft. Dann schauen wir mal. So, wir sind jetzt wahrscheinlich Richtung Gasthaus unterwegs. Gehe ich mal stark von aus. Moment, einmal hier hoch. Dann hier rum. Und hier vorne. Ich habe gehört, diese Ritter rauben Leute aus und plündern Karawanen. Jemand muss etwas unternehmen. Grüße, meine Freundin. Habt ihr von der Raubritterbande gehört, die Reisende auf den Straßen von Gonfalon überfällt? Ich bin nach Hochinsel gekommen, um Handel zu treiben. Doch Waren aus dem Inland zu erhalten, ist ein echtes Glücksspiel geworden. Raubritter? Eine abtrünnige Bande, die sich der Orden der Emporstrebenden nennt. Ich dachte, er wäre nur auf dem Festland am Werk, doch er ist auch hier auf Hochinsel. Aufrührer und Unruhestifter, wenn ihr mich fragt.
Und jetzt höre ich, dass sie auch noch Karawanen vor den Stadtmauern plündern. Interessant. Wo wir gerade von Gerüchten sprechen, habt ihr etwas über 3 vermisste Schiffe gehört? Nichts Genaues. Doch ich sah ein paar hochnäsige Adlige, die dem Hafenmeister Ärger gemacht haben. Vermisste Schiffe können alles Mögliche bedeuten. Stürme, Piraten, Flauten, nutzlose Navigatoren. Fragt Feldwebel Daühne da drüben. Er gehört zur Systrenwache und weiß eine Menge. Ich dachte gerade, er gehört zu den nutzlosen Navigatoren. Der hier. Gehen wir mal dahin. Ich bin nicht im Dienst, Neuankömmling. Gibt es Beschwerden? Wendet euch an eine der anderen Wachen. Oh, das triggert mich jetzt gerade. Das ist eine ganz, ganz bekannte Synchronstimme und ich komme gerade nicht drauf, von wem. Falls ihr es wisst, gerne in die Kommentare reinschreiben, weil das lässt mich wieder tagelang nicht los. Das weiß ich jetzt schon. Ich suche nach Informationen über 3 vermisste Schiffe. Unser Hoheitsgebiet ist Hochinsel. Schiffe, die hier nicht ankommen, sind nicht unser Problem. Außerdem haben wir alle Hände voll mit diesen sogenannten Rittern des Ordens der Emporstrebenden zu tun. Sie sorgen auf der gesamten Insel für Ärger. Was wisst ihr über den Orden der Emporstrebenden? Nur, dass seine Leute wenig mehr als gut gerüstete Banditen sind. Sie haben die Armen angeworben, um ihre Reihen zu stärken. Jetzt rauben sie Karawanen aus, während sie behaupten, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Pah! Ehrliche Leute verstecken ihre Gesichter nicht hinter Helmen und Masken. Hinter Masken schon. Also ich denke da jetzt nur an Robin Hood, wobei der hat keine Maske getragen, soweit ich weiß. Der hat ja nur den Hut aufgehabt. Aber das war ja so eine ähnliche Sache, ne, mit den Leuten ausrauben. Was will der Orden der Emporstrebenden? Sie sind Nörgler. Sie beschweren sich fortlaufend darüber, dass die Großen und Mächtigen ihre Macht missbrauchen, weil sie um den Rubinthron streiten. Es fing noch klein an. Widerstand gegen die Obrigkeit, Aufwiegeln von Aufständen, kleine Sabotageakte. Doch jetzt verletzen sie Leute. Danke für diese Informationen. Sonst noch etwas, Neuling? Ich würde mich gern wieder meinem Getränk widmen. Ihr sagtet, der Orden der Emporstrebenden sorgt für Ärger. Kann die Wache ihn nicht aufhalten? Mit einfachen Banditen wird die Systrenwache fertig. Doch wenn wir genug Wachen schicken, um mit einer Kompanie von Plünderern des Ordens der Emporstrebenden fertig zu werden, verschwinden diese gesichtslosen Ritter einfach. Und wenn wir nicht genug Wachen schicken, dann kommen unsere Wachen nicht wieder. Warum nennt ihr sie gesichtslos? Weil sie es genauso gut sein könnten. Die meisten Ritter zeigen stolz ihre Embleme. Sie tragen die Farben ihres Hauses und haben Familienwappen auf den Schilden. Diese Ritter vom Orden der Emporstrebenden nehmen nie die Helme ab und tragen keine Insignien. Sie könnten jeder sein. Ja. Ach, das war die Tür, hä? Stand der nicht eben noch auf der anderen Seite? Das verwirrt mich hier gerade. Okay, dann suchen wir jetzt einen der beiden anderen Ziele auf. Und zwar reiten wir erstmal zu den Untiefen. Das ist nicht so weit weg. Hier geradeaus. Moment, da muss ich hier erstmal gucken. Dann gehen wir hier durch. Und schwuppdiwupp. Ja, Funke, du fragst mich nicht so blöd, was ich damit machen will mit Erzen, ne? Du weißt, was man damit macht. Das ist schön. Das Geilste finde ich immer noch, wenn sie diesen Ausruf macht mit den Fischkekse. Das finde ich immer noch am geilsten. Wo bin ich denn jetzt? Moment, links von mir, ne? Genau. Ja. Hallöchen. Guten Tag. Ihr seht mir nicht wie eine Strandräuberin aus. Wollt ihr euch diesen sogenannten Rittern anschließen, die sich hier herumtreiben? Pfah, ich würde lieber hungern, als so einem Haufen die Treue zu schwören. 3 Schiffe sind nie in Gonfalon angekommen. Habt ihr irgendwas gesehen? Ich habe auf dem Loch in letzter Zeit nichts vorübersegeln sehen. Und es wurden auch keine neuen Wracks angespült. Aber ich habe mich bedeckt gehalten. Diese Raubritter verscheuchen Strandräuber, die nicht versprechen, ihnen zu helfen. Erzählt mir von diesen Raubrittern. Sie haben Leute angeworben oder zumindest eine Chance geboten, dass man sich eine Belohnung verdient.
Sie wollten Leute, die bereit sind, an Land zu schleppen, was auch immer angespült wird. Mehrere Strandräuber haben sich ihnen angeschlossen. Ich aber nicht. Was ich finde, gehört mir. Wo haben die Ritter die anderen Strandräuber hingebracht? Zu einer Höhle den Strand hinunter. Doch ich würde sie lieber meiden, wenn ich an eurer Stelle wäre. Der alte Chabelle hat fast den Kopf verloren, als er da herumgeschnüffelt hat. Ich weiß nicht, ob sie gefunden haben, wonach sie suchten. Aber ich glaube, sie haben ein paar Ritter zurückgelassen, um die Untiefen im Auge zu behalten. Also mit anderen Worten, ach, da hinten sind auch noch welche. Sehe ich ja jetzt erst. Mit anderen Worten, es kommen jetzt Gegner. So, ich bin nur gerade am gucken, wo ist die Höhle? Vermutlich hier. Komm, Funke, wir laufen mal ein bisschen durch. Wir laufen nicht durch. Na gut. Oh, ich sehe hier nichts. Da hinten ist, glaube ich, noch einer. Hallo, es wäre schön, wenn ich dich auch sehen könnte. So, jetzt aber. Blickt euch nicht mit einem Straßenkind an. Genau. Ritter Andris, binnen der nächsten Tage werden mehrere Schiffe auf ihrem Weg nach Hochinsel beschädigt werden. Wir nehmen an, dass Trümmer in Loch Apain oder entlang der Nordküste von Hochinsel oder an der Südostküste von Amenus angeschwemmt werden. Nehmt sämtliche Überlebende dieser Schiffe gefangen und bringt sie zu mir. Sammelt alle verfügbaren Rekruten und sorgt dafür, dass sie an Ort und Stelle sind, wenn die Überlebenden an Land geschwemmt werden. Verjagt alle Strandräuber, die sich weigern, uns zu unterstützen. Möglicherweise zögern eure neuen Rekruten, Hand an Überlebenden aus Schiffsunglücken zu legen. Erinnert sie daran, dass ihr Lohn ein Platz im Orden der Emporstrebenden ist. Als Ritter des Volkes werden sie nie wieder Hunger leiden müssen. Der emporstrebende Magus. Okay, woher wussten die, wo die Schiffe angespült werden? Das ist jetzt schon mal Frage Nummer 1. Untersucht den Leuchtturm. Da müssen wir jetzt hin. An dir bin ich doch gar nicht vorbeigelaufen. Was? Mal gleich wieder. Nee, wir können immer noch nicht. Och, jetzt läuft der mir auch noch hinterher. Na gut. Also, ich schau mal eben. Der Leuchtturm ist ganz unten auf der Karte. Das heißt, wir müssen jetzt hier rum und wir dürfen auch wieder reiten. Sehr schön. Das erinnert mich ja immer an das Tor aus Cyrodiil. Jedes Mal, wenn ich hier durchreite, muss ich daran denken. Und jedes Mal gucke ich dann, ob irgendeiner oben lauert und mich gleich hier runterholen will vom Pferd. Ist schon ganz lustig. So, mal eben schauen. Hier wird der... Doch bei mir oben wird der Leuchtturm noch angezeigt. Rechts auf der Karte irgendwie nicht mehr. Der müsste aber irgendwo hier sein. Zumindest... Das nehmen wir auch noch eben mit. Riesenmuschel ist immer gut. Nee, der ist komplett... Oh, wie wird das denn bitte angezeigt? Komme ich hier hoch? Ich komme hier hoch. Greift nur nicht an. Aber der Leuchtturm ist da hinten. Der ist überhaupt gar nicht direkt hier. Mal erstmal rüber. So. Jetzt aber. Hallöchen. Ist dir kalt? Psychische Störung? Oh, eine Reisende. Ich dachte schon, diese elenden Ritter wären zurückgekehrt. Vergebt mir. Ich muss meine Gebete für die Rückkehr unseres Götzen fortsetzen. Ohne ihn bleibt das Licht dieses Turms erloschen. Was ist mit der Flamme des Leuchtturms geschehen? Dieser Leuchtturm ist etwas Besonderes. Er ist von Kynarit, der Göttin der Winde und des Meeres, gesegnet.
Es ist kein Feuer, das vorbeifahrenden Schiffen als Signal dient, sondern das göttliche Licht Kynarets selbst. Doch ohne den heiligen Götzen kann das Licht nicht scheinen. Leider wurde der Götze gestohlen. Wer hat den Götzen gestohlen? Ritter in Kleidung, die nicht näher gekennzeichnet war, brachen ein und stahlen den Kynaret-Götzen. Ich sah, wie die Halunken mit dem heiligen Bildnis nach Westen flohen. Vielleicht, ich wage es kaum auszusprechen, wärt ihr bereit, den Götzen für den Leuchtturm zu bergen, damit ich das Feuer wieder entzünden kann? Erzählt mir zunächst mehr über diese Ritter. Sie mögen die Gewandung von Rittern tragen, doch die Raufbolde, die mich angegriffen haben, benahmen sich wie Räuber und Gesetzlose. Wer sie auch sein mögen, sie sind gefährlich. Hütet euch vor ihnen und möge der Wind euch leiten. Ich werde die Ritter suchen und den Götzen bergen. Seid gesegnet, Reisende. Bitte versteht, für meinen Orden ist dies mehr als ein Leuchtturm. Dieses Leuchtfeuer verbreitet Kynarets Segen über Land und Meer. Doch nur, wenn der Götze an seinem Platz ist. Daher muss er zurückgebracht werden. Was könnt ihr mir noch über den Leuchtturm erzählen? Es ist ein Wunder, nicht wahr? Das ist eigentlich das zweite Leuchtfeuer, das auf Gonfalon Orde steht. Es geht zurück auf das frühe erste Jahrhundert. Als ich meinen Dienst hier aufnahm, war der Turm schlecht gepflegt. Der Aufenthalt in ihm war sogar gefährlich. Er scheint jetzt gut gepflegt zu sein. Als Herzogin Elea Dufort vor einigen Jahren die Pflichten ihres Vaters übernahm, befahl sie eine vollständige Instandsetzung des Gebäudes. Ich bin mir sicher, dass sie vor allem den Handel in Gonfalon schützen wollte, doch sie scheute keine Kosten, um den Leuchtturm wieder aufzubauen. Ja, was machst du denn hier drin, Kleines? Ich wollte nur noch mal kurz die Anmerkung machen, so fast zum Ende dieser Folge. Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber es ist ja schon sehr lange mittlerweile. Berg den Leuchtturm Götzen. Der ist da unten links irgendwo am Strand entlang wahrscheinlich. Ich wollte nur kurz den Hinweis geben. Ich hoffe, dass das nicht so schlimm auf der Aufnahme sich anhört, wie es in der Realität sich anhört. Meine Stimme bricht zurzeit immer wieder ein bisschen ab. Geht dann immer wieder nach oben, ist dann plötzlich mal weg beim Reden, sodass ich so halbe Wörter schon mal verschlucke. Es tut mir wirklich leid. Aber mich hat es gerade voll erwischt. Entsprechend, ja. Ich hoffe trotzdem, dass diese und die nächsten Folgen, die ich heute noch aufnehmen kann... Wo müssen wir denn da hin? Dennoch gut verständlich sind. Ritter Stegor führt eine Gruppe Rekruten zum Leuchtturm der Gonfalon Odde und entfernt das Kynaret-Götzenbild. Unser Fürst möchte, dass das Licht erlischt, damit Kynarets Hilfe bestimmten Schiffen verwehrt bleibt, die in Balde ankommen. Fügt weder dem Götzenbild noch der Hüterin Schaden zu, sofern es sich vermeiden lässt. Der Leuchtturm soll schließlich nicht auf ewig dunkel bleiben. Nehmt euch den Götzen, findet ein gutes Versteck und wartet auf weitere Anweisungen. Der emporstrebende Magus. Ich will immer Magnus sagen. Mann. Nein, das sind die. Was zur Hölle war das? Oh Leute. Wo ist der Typ? Funke, mach den doch mal platt. Wo ist der? Hier hinter? Ja, anscheinend war er hier hinter. Ich will... Nein, ich will nicht die Befehle. Ich will den Götzen. Mann, wie oft muss ich das ja noch anvisieren? So. Ach, schlimm. Nee, kann ich jetzt von da oder kann ich nicht von hier, ne? So, was ist denn das für ein Viech? Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Wenn auch, glaube ich, nicht gegen eine Schlange kämpfend. Also, sicher jetzt bei dieser Quest mal. Ihr kehrt zurück und das mit dem Götzen. Stellt ihn hier auf und ich beschwöre sein Licht. Machen wir. Mutter Kynaret, diese Reisende machte die Entweihung dieses heiligen Ortes ungeschehen. Erneuert euren Segen und schenkt Land und See euer Licht.
Das ist eine coole Statue. Kann ich die auch für mein Haus holen? Ich glaube, die habe ich noch nicht. Ich kann euch nicht genug danken. Nach der Rückkehr des Götzen und der Wiederherstellung des Lichts können wir vielen müden Reisenden einen sicheren Weg ermöglichen. Gibt es etwas, womit eine Priesterin mit bescheidenen Mitteln euch das vergelten kann? Vielleicht ein Segen? Drei Schiffe sind nie in Gonfalon eingetroffen. Habt ihr von hier oben etwas gesehen? Kurz bevor der Leuchtturm geplündert wurde, erspähte ich am Horizont drei Schiffe. Dann verdunkelten sich plötzlich die Wolken und ein schrecklicher Sturm fegte los. Danach verlor ich die Schiffe aus den Augen. Vielleicht sind sie vom Kurs abgekommen? Ist solches Wetter denn hier häufig? Amenos ist berühmt für seine Stürme. Doch Kynareth segnet Hochinsel im Allgemeinen mit gutem Wetter. Ich frage mich, so wie der Sturm heranrauschte, wirkte es unnatürlich. Und es geschah so kurz, nachdem Kynareths Götze entfernt wurde. Meint ihr, dass die Ritter deswegen den Leuchtturm angegriffen haben? Der Götze ist außerhalb des Leuchtturms von geringem Wert. Sein Licht brennt nur an diesem Ort. Mein Orden glaubt, dass Kynareths Licht Hochinsel segnet. Warum den Götzen stehlen, wenn die Ritter nicht ihren Schutz aufheben wollten? Ein wirklich besorgniserregender Gedanke. Ja, ich hoffe, dass das Schiff im Hintergrund jetzt hier keinen Schiffsbruch erleidet. Aber das ist schon cool, so zuzusehen, wie die Schiffe hier hin und her fahren. Also das ist was, was ja neu war zu dem Zeitpunkt in Teso und was ich auch sehr, sehr cool fand. Wir müssen wieder zurück in die Stadt. Ich bin gerade am gucken, wie ich da jetzt am besten hinkomme. Moment. Hier war doch irgendwo. Ja, hier kommen wir doch Richtung Wegschrein. Genau, da müssten wir hier auch gleich den Eingang haben. Ah ja, hier. Den habe ich gesucht. So, Frage ist jetzt nur, die sind nicht mehr hier. Wo sind die jetzt? Wie sie sehen sie nichts. Da steht nur, sprecht mit der Fürstin. Die ist außerhalb, wenn ich das richtig sehe, ne? Also müssen wir quasi wieder zurückreiten. Was auch wieder seltsam ist, weil gerade, als ich nur die Karte aufgemacht habe, stand sie nämlich nicht drin. Da wurde sie nicht markiert. Also das finde ich immer so ein bisschen komisch von Teso, dass es dann erst im Nachhinein geladen wird. Aber gut. Wenn man diese kleinen Bugs kennt, dann kann man da gut gegenwirken. Das ist Ahnenseide. Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Habe ich immer zu wenig von. Weil ich immer so vielen Leuten aus der Gilde irgendwelche Sachen mache. Welche Rüstung? Da unten ist sie. Gut. Ihr habt meine Amtsstube im Feld gefunden. Ich dachte mir, ich behalte den Loch im Auge, während ich auf euren Bericht warte. Meine eigenen Ermittlungen ergaben nur wenig zu unseren vermissten Schiffen. Sagt mir, habt ihr etwas Nützliches entdeckt? Hat die Lichtwahrerin sie erspäht? Nachdem abtrünnige Ritter das Leuchtfeuer löschten, sah die Wahrerin drei Schiffe. Dann zog der Sturm auf. Das Leuchtfeuer wurde gelöscht? Die Einheimischen verehren das Licht. Wer würde es wagen, Kynareth so zu beleidigen? Hier stimmt wirklich etwas nicht. Zumindest haben unsere vermissten Schiffe diese Gewässer erreicht. Doch dieser Sturm macht mir Sorgen. Erzählt mir mehr über die abtrünnigen Ritter. Es ist der Orden der Emporstrebenden. Die Gäste im Gasthaus sagten, sie rauben Leute aus und greifen Karawanen an. Der Orden der Emporstrebenden? Natürlich. Ich dachte mir schon, dass mir die Gerüchte über abtrünnige Ritter, die Leute außerhalb der Stadt überfallen, bekannt vorkommen. Doch ich hatte gehofft, wir würden nach den Ereignissen auf Schwertruh nicht wieder von dem Orden hören. Sagt mir, habt ihr etwas in den Untiefen erfahren? Jemand, den man den emporstrebenden Markus nennt, rekrutierte Strandräuber, um die Überlebenden der verunglückten Schiffe gefangen zu nehmen. Anscheinend wusste der Orden der Emporstrebenden, dass die Schiffe verunglücken würden, und er half, die Flamme des Leuchtturms zu löschen. Er wusste, dass meine Fracht unterwegs nach Hochinsel war,
Das bedeutet, dass die Delegierten der Kriegergilde und der Magiergilde ebenfalls in Gefahr sind. Und diese Aussage wiederum lässt mich darauf schließen, also wie gesagt, ich habe die ganze Quest hier nur einmal gemacht, ist auch schon eine Weile her, aber diese Aussage lässt mich darauf schließen, dass die mit der Fracht ziemlich sicher Personen gemeint sind, weil sie ja auch von der Kriegergilde und der Magiergilde spricht, die ebenfalls in Gefahr sind. Und noch die Sache war, die ich eben erzählt hatte, dass die, dass der Orden dafür gesorgt hat, dass Überlebende ja an Land gezogen werden sozusagen, also gefangen genommen werden. Moment, was hat eure verlorene Ladung mit den Delegierten zu tun? Ah, das habt ihr mitbekommen, was? Meine Fracht sind weitere Delegierte für die Konferenz. Mhm. Vielleicht die wichtigsten überhaupt. Doch ihr müsst jetzt für mich nach den Gildendelegierten suchen. Sie wollten eine Druidin namens Rüvana besuchen. Ihre Hütte liegt im Westen. Erzählt mir mehr über die Gildenvertreter. Valisea kennt ihr. Sie hat die Einladungsmedaillons erschaffen. Was Gildengeneral Quentin angeht, seine Ankunft hier war mein erstes Treffen mit ihm. Er scheint einen klugen Kopf zu haben. Doch der Krieg hat ihn viel gekostet. Bei einem Überfall hat er seine Frau verloren. Warum ist der Orden der Emporstrebenden hier? Um die Friedensverhandlungen zu stören? Das wäre die ideale Bühne für die Botschaft des Ordens der Emporstrebenden. Oder er plant einen Anschlag auf die Delegierten. Einflussreiche Stimmen aus allen drei Bündnissen werden bald hier sein. Ein verlockendes Ziel. Wer ist der emporstrebende Magus? Der Befehlshaber der emporstrebenden Verfechterin. Als wir die Verfechterin auf Schwertruhe besiegt hatten, haben wir nur eine Person aus der Führungsriege des Ordens bezwungen. Ich habe auch Gerüchte über einen emporstrebenden Fürsten gehört. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass es außer diesen beiden noch viele andere gibt. Wer ist diese Druidin, die die Gildenvertreter besuchen wollten? Ihr Name ist Rüvana. Sie ist eine örtliche Arzneikundige. Sie nutzt ihr Können in Sachen Kräutern und Heilkunst, um den Bewohnern von Hochinsel zu helfen. Da die Konferenz sich verzögert, wollte Valisea mehr über druidische Magie herausfinden. Quentin entschied sich mitzugehen. Nun gut, das heißt, dass wir uns jetzt eigentlich zur Druidenhütte aufmachen sollen, aber mit einem Blick auf die Uhr muss ich sagen, die Folge ist schon wieder wahnsinnig lange geworden und ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, damit es nicht noch länger wird und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen werden. Bis zur nächsten Folge, ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.